sie für Anfänger, wenn ich vielleicht mal die richtigen Fragen stelle oder so. Was hast du? SEO-Podcast machen? SEO meinst du? Ja, SEO. Ja, siehst du, so fängt schon an. Und damit herzlich willkommen zur Drittverwertung. Heute mit dem lieben Herrn Havok. Weißt du, da habe ich schon so, um jetzt mal zu spoilern, worauf wir jetzt in den kommenden Minuten noch reden werden, schon so ein bisschen ein Problem. Also ich spreche dich jetzt mit Alex Havok an oder mit Alex oder mit Herr Havok oder bla etc. Und du hast mir aber schon verraten, wow, du machst ja jetzt demnächst ein großes Rebranding und der Name passt da wahrscheinlich nicht. Und gut, ich meine, die wenigsten Leute wissen, dass du in Wirklichkeit Matthias Matzemüller heißt. Damit lässt sich halt wenig gut arbeiten. Deswegen war Alex Havok schon ein Schritt in die richtige Richtung. Aber ja, wenn du jetzt in, also, ne, also ich darf dich auch Matze nennen, ne, Matthias, wenn du dann in Kürze quasi dir einen komplett neuen Namen ausdenkst, ja, dann ist das ja gerade Search Optimizing mäßig schon wieder total hinfällig, dass ich jetzt schreibe, das ist ein Podcast oder auch hier Search Cover-mäßig einblende. Optimization. Ja, wenn ich hier optimize, ne, dass der Alex Herbock mit mir einen Podcast zum Thema SEO macht, was ja, wie ich gerade von dir gehört habe, SEO heißt. Oder ja. Ja, also sagt man gar nicht. SEO. See und SEA, ja. SEAD kenne ich. SEA. Ja, SEAD. Search Engine Advertising. Advertising, okay, und Optimizing. Also man advertised, aber vorher sollte man optimizen. Genau. Advertised, weil sonst könnte das Advertising fehlschlagen, weil man es vorher nicht optimized hat. Sonst wird das Content Management mäßig für einen knallroten Sack, ja. Genau, ist ja ein riesiges, sag ich mal, weitläufiges Themenfeld, wo man sicherlich auch einige Titel erarbeiten kann oder wo man sich einige Titel, sag ich mal, durch diverse Schulungen, die du jetzt auch gerade mitgemacht hast. Die ich noch mache. Die du noch machst, ja, reinpfeifst. Ja. Aber wo man auch ganz schweren Überblick bekommt, wenn man sich null damit auseinandersetzt. Also ich kann es jetzt nur mal so von der beruflichen Sparte erzählen. Als ich noch zuletzt im hausverwalterischen Bereich tätig war, hat man öfters Anrufe bekommen von dubiosen, vielleicht auch nicht dubiosen Firmen, man weiß es ja nicht, die sich vorstellen mit, hallo, wir sind von Google. Das sind natürlich die allerwenigsten, um nicht zu sagen keine. Und wollen sie im Ranking nach oben bringen. Das ist ja auch wieder... Sorry, wie spreche ich es aus, wenn es nicht, ja, der Wecker braucht nicht klingeln, ich bin schon wach. Nee, das nicht, ist meiner. Nee, in dem Fall, wenn dein Wecker klingelt, vibriert mein Arm, faszinierend. Aber es ist ja auch im weitesten Sinne SEO, wie SEO, sagt man in Deutschland echt SEO? Man nennt ja doch alles Englisch. Also ich dachte immer, es wäre SEO, Search Engine Optimizing, das ist doch quasi SEO. Das kannst du ausdrücken, wie du willst, aber ich nenne das SEO. Oder hier, gut, ich meine, du hast ja jetzt quasi so, was ist nochmal deine Richtung, Bochum, Rheinland-Pfalz, bla etc., ne? Ich komme aus Love Parade City, aus Duisburg. Sag ich doch, da sagt man auch SEO. Ja, also, da fängt man hier gar nicht erst an mit diesen englischen Begriffen. Ganz genau so ist es. Aber das ist doch auch quasi ein Bereich SEO, wenn du als selbstständige Firma irgendwo anrufst und sagst, hier, spring dich bei Google ganz weit nach oben. Weil ich bin ja eigentlich der Herr Google. Also eigentlich suchst du, wie drücke ich das jetzt am angenehmsten aus? In der Regel ist jeder Mensch, der sich damit beschäftigen möchte, SEO anzuwenden, selber dafür verantwortlich. Den Rest macht ja Algorithmus und Search und so ein Kram. Ja, wofür brauche ich dann einen SEO-Specialist, Social Professional? Was heißt, wofür brauchst du den? Ja, angenommen, du gründest jetzt irgendeine Firma und willst irgendwas verkaufen. Egal was. Und sei es auch nur unentgeltlich. Klingt nach meinem Ansatz. Irgendwas. Ja, da musst du ja zum ersten erstmal dafür sorgen, dass du überhaupt auffindbar bist. Das machst du bei YouTube zum Beispiel über Tags. Ja. So. Wenn du die Tags drin hast, ist ja ganz toll. Manchmal reicht das aber auch nicht, weil es sind gegebenenfalls die falschen. So, dann musst du natürlich auch gucken, ob das, was du da online setzt, um das jetzt ganz laienhaft auszudrücken, ob das auch tatsächlich einen Wirkungseffekt hat. Und diesbezüglich baust du eigentlich überall Skripte ein, die durchmessen können, inwiefern du überhaupt Erfolg hast.
So, und dafür setzt man normalerweise sehr viele Tools ein, einige, du hast schon mal was gehört von Google Analytics. Yep. So, yep. Google Analytics ist especially ein etwas gewaltsameres Tool als jetzt zum Beispiel YouTube Analytics. Kannst du aber ähnlich verstehen. Um SEO einzusetzen, musst du nicht nur ein bisschen gucken, dass du ein bisschen skripten kannst auf deinen Seiten, sondern dass du auch im Großen und Ganzen verstehst, was du denn überhaupt für Informationen für dich nutzen willst. Das heißt, Statistiken abrufen, Bounce Rates beobachten etc. Um es jetzt mal ganz, ganz laienhaft auszudrücken. Ja, ja, also ich bin mir sicher, jeder Laie weiß sofort bei Bounce Rates, was du jetzt... also ich natürlich. Nein, wenn du... Bounce ist der Rausschmeißer, der Bouncer. Und okay, ich die sogenannte Rausschmeißrate, das heißt, wie viel Mal bist du mit deiner Seite so richtig auf die Fresse gefallen, weil dir so ein fetter Muskel, so packte Oschi, du kommst hier nie rein, auf die Fresse gegeben hat. Nein, ich mache es jetzt mal ein bisschen griffiger. Okay. Wir haben ja früher mal festgestellt, dass die Aufmerksamkeitsrate bei YouTube-Zuschauern bei maximal 15 Minuten liegt. Ne? So, bis die Leute dann sagen. Bei 12,5 lässt es nach, erfahrungsgemäß. Ja, wenn du einen Podcast machst, dann natürlich schon ab Minute 4. Genau, so. Und du möchtest ab irgendeinem Wir sind schon über die vierte Minute, deswegen dürfen wir jetzt ficken sagen. Oh, ficken. Ja. Großartig. Nein, wenn du im Endeffekt herausfinden willst, warum das denn so ist, ja, also especially bei deinen Aufnahmen, dann kannst du gewisse Tools anwenden, um überhaupt mal zu gucken, wie kann es denn dazu gekommen sein, jetzt von Desinteresse mal abgesehen, ja, dass du ja ab Minute 12,5, wie du es so schön sagst, deine Zuhörerinnen und Zuhörer nicht halten kannst. Das ist zum Beispiel, ums Eck zu sagen, ein Bestandteil davon. Die Frage, die sich mir gerade stellt, ist, warum mache ich nach Feierabend eigentlich weiter mit der Arbeit? Nee, das ist doch jetzt quasi für dich. Ich mache ja diesen Podcast jetzt nicht nur, weil ich mir und meinen Zuhörerinnen, Zuhörern und genderunentschlossenen Zuhörer Dingen erklären möchte, was SEO ist, sondern ich mache das im weitesten Sinne auch therapeutisch für dich, weil ich weiß, dass du gerade mitten in dieser Ausbildung bist, damit sich das festigt. Ne? Also, mein lieber Frank, noch bin ich bei Content Marketing, noch nicht bei SEO. Ich habe Randsegmente von SEO bereits erreichen dürfen. Ich würde SEO jetzt auch als großen Überbegriff, dazu zähle ich ja dann im weitesten Sinne auch Content Marketing. Deswegen sage ich ja, du kannst dir im Feld generell von Search Engine Optimizing und überhaupt vom sich selbst vermarkten. Fassen wir es doch mal in den großen Überbegriff Vermarktung. Digitale Vermarktung. Oder gibt es noch einen größeren Überbegriff? Nee, das ist schon richtig. Gut, dann. Du musst irgendwo ansetzen, um zu gucken, wie kann ich meinen Erfolg denn überhaupt messen? Ausgehend von der Position, was will ich überhaupt machen, bis hin zu, wie will ich etwas machen? Und danach stellst du die Frage, was will ich überhaupt machen? So, und wenn du das erstmal als Grundziel für dich vordefiniert hast, kannst du dir auch gewisse Richtlinien setzen und auch gewisse Metriken aufstellen, nach denen du dann im Endeffekt deine Projektziele eruierst. Verstanden? Nein, aber es klingt gut. Also ich denke, du bist auf dem richtigen Weg und ich denke, dass das war's. Nein, also ich hab ja auch schon im Gespräch mit dir mitbekommen. Also das ist ja ein Ding für dich. Also ja, im Grunde schon. Nur mir persönlich, für mich ist SEO jetzt persönlich gar nicht so wichtig. Für mich ist wichtig, dass das, was ich persönlich machen will für die Zukunft, eigentlich das ist, worauf ich Bock habe. Nicht, ob das irgendwie Zahlen abwirft, ob das Kohle abwirft oder sonst irgendwas. Mir ist wichtig, dass das, was ich sagen will, auch gesagt werden kann, wo ich will, wann ich will, was ich will. Und dass ich mich vor allen Dingen hinsetzen kann, um auch andere Leute dazu einzuladen, das zu tun. Das ist mir wichtiger als sämtlicher anderer Scheiß. Denn du kriegst das ja selber mit, ne? Momentan hast du sehr, sehr viele Wahrheiten da draußen, aber keiner interessiert sich dafür,
naja, was in den Köpfen wirklich los ist. Du erzählst es relativ häufig auf diesem Kanal, ja, du diskutierst auf deinem Kanal auch sehr, sehr häufig. Nein, also ich kann dir sagen, dass in den meisten Köpfen relativ nichts los ist, also deswegen kann man ja drüber reden, ne? Das würde ich so gar nicht sagen. Ich versuche mal zu verstehen, was die Leute und Leutinnen im Endeffekt... Genderunentschlossene Leutinge? Das hast du jetzt gesagt. Nein, ich versuche mal rauszufinden, wie Menschen eigentlich auf eine gewisse Denkweise kommen. Ein ganz großes Manko habe ich in der Nachvollziehbarkeit bei Flacherdlern. Hier meine Co-Moderatorin Melanie und ich, wir haben uns mehrfach nach den Livestreams so als Rausschmeißer für uns selber hingesetzt und haben uns so das ein oder andere Video, Podcast, was auch immer, reingepfiffen von Flacherdlern für Flacherdler. Und ich habe immer versucht nachzuvollziehen, wie kommen diese Leute auf diese Scheiße? Und es ist mir bis heute nicht möglich, das nachzuvollziehen. Vor allen Dingen, weil irgendwann kommen solche Argumentationsketten wie, ja, guckt euch doch mal die Automarken an, die Emblemen sind alle rund, das machen die Leute nur, um euch irgendwie darauf zu eichen, dass die Welt rund ist. Und du denkst so, sag mal, hast du beim Methadon-Programm zweimal angestanden oder hast du einen Frankfurter Applaus doppelt gekriegt? Ich kann dem nicht folgen. Das ist mir zu flach. Das ist mir, ja, Flacherdler halt, ne? Aber das ist mir persönlich zu dumm. Das ist wirklich zu dumm. So, das ist so sechste Klasse Schule abgebrochen. Danach klingt das. Ja, vor allen Dingen, wie passen denn dann doch die Echsenmenschen ins Bild? Das passt doch gar nicht, wenn die Erde flach ist. Weil die Echsenmenschen, also das geht ja irgendwie nicht. Okay. Außerdem weiß ja jeder, der schon mal Terry Pratchett gelesen hat, dass wir auf dem Rücken einer riesigen Schildkröte durch die Galaxie treiben, oder? Mit dem Namen Groß Atuin. Getragen von 5 Elefanten. Du hast recht. Tatooine. Ich konnte mir das nur entfallen. Ja. Nee, Tatooine, das war Star Wars. Sage ich doch. Also großer Überbegriff Vermarktung. Mache ich mir hier mal eine Notiz. Vermarktung, SEO, Content Marketing und Co. für Anfänger. Machen wir jetzt einfach mal, gehen wir in den Bereich Content Marketing. Also Content ist klar, also jeder von uns erstellt im gewissen Sinne Content. Also du erstellst Content, wenn du deine Livestreams machst, die du aus irgendwelchen Gründen sogar danach Content, nicht. Wenn du aufs Scheißhaus gehst. Ja, da erstelle ich richtig schönen Schwurbler-Content. Ja, richtig. Manchmal macht er sich sogar selbstständig, wird Schauspieler und macht bei einer Aktion wie Tisch auf den Kopf oder sowas mit. Ist heute in den Medien, aber ist nächste Woche, wenn der Podcast rauskommt, ist das schon wieder vom Tisch. Nein, also Content, jeder macht Content. Content Marketing heißt, du vermarktest dann den Content, beziehungsweise das Ziel wäre dann, Content von anderen zu vermarkten, damit diese damit erfolgreich sind und du dafür Kohle bekommst. Wenn du das denn beruflich machen möchtest, kannst du das so verstehen, ja. Also wenn du ein Content Marketing Manager wirst oder sowas. Ja, dass du zumindest weißt, wie die Hintergrundinformationen verarbeitet werden können, müssen, sollten, um auch bei den Zielgruppen anzukommen. Das fängt schon damit an, wenn wir jetzt mal von dir ausgehen, du machst ja jetzt seit Ewigkeiten und 3 Tagen Podcast. Wenn du jetzt deinen Podcast schreiben würdest, ja, und ich dir sagen würde, was ist überhaupt die Grundidee? Was würdest du darauf antworten? Würde ich sagen, keine Ahnung, frag mich morgen nochmal. Und vielleicht habe ich mich dann hingesetzt und irgendwas halbwegs Intelligentes zu Papier gebracht. Was ist die Grundidee von einem Podcast? Also was ist die Grundidee was von jemandem? Dein persönlicher Beweggrund, diese Unternehmung, einen Podcast zu starten, überhaupt, was steht dahinter? Ja, das ist eine gute Frage. Ja, ich meine, wir alle haben mal angefangen mit, ich habe keine Ahnung, ich habe zu viel Zeit, ich habe eine Kamera, ich habe ein Mikrofon, also mache ich mal. Das ist schon mal gut. Ja, wenn du Bock drauf hast, einfach machen. So, aber wenn du dann angefangen hast und hast jetzt für dich einen gewissen Effekt entdeckt, ab irgendeinem Zeitpunkt stellt sich ja, ich rede jetzt nicht von Erfolg, was damals so vergewaltigt wurde als Begriff auf YouTube oder so, sondern ab irgendeinem Zeitpunkt stellt sich bei einem selber ja das Gefühl ein, ich habe voll Bock darauf. Ich aus meinem Bauchgefühl, ich habe voll Bock darauf.
Und dann hast du ja im nächsten Atemzug die Möglichkeit zu sagen, okay, was will ich denn überhaupt mit meinen, ich nenne es jetzt einfach mal ganz lapidar, Auftritten überhaupt erreichen? Ne? Und wenn du dir diese Frage beantwortet hast, ist das Wie und das Wann und das Wo und Warum eigentlich vollkommen egal. Wenn ich mir diese Frage beantwortet habe für den Bereich Content Marketing, damit ich überhaupt vermarkten kann. Mhm. Gut, aber wie will man denn jetzt vermarkten? Ich meine, wenn man es jetzt mal ganz logisch betrachtet, ja, warum mache ich Podcasts? Warum machst du Videos? Warum macht man wie du eine Live-Show? Im Grunde genommen, weil man Self-Exposure betreibt, hat man vor 10, 15 Jahren dazu gesagt, weil man Selbstdarsteller ist, weil man durchaus einen Drang hat, sich selbst darzustellen. Keine Ahnung, das kannst du vielleicht psychologisch irgendwie erklären. Also ich war ja beispielsweise Mobbing-Opfer, dass man damals nicht die Chance hatte, sich irgendwie, ja, keine Ahnung, kannst du ja grundlegend... Ja, bleiben wir einfach dabei. Also wir sind Selbstdarsteller. Wenn ich jetzt weiß, das ist das ich mache Podcasts, weil ich ein Selbstdarsteller bin. Wie hilft mir das jetzt weiter, meinen Content Moment. Zu vermarkten? Okay, einfach. Ich hatte mit dir in anderer Hinsicht mal eine Empfehlung ausgetauscht mit dem Namen Simon Sinek. Ist auch auf YouTube zu finden. Und Simon Sinek hatte einen sehr, sehr großartigen Beitrag. Findet man eigentlich auch unter dem Namen Golden Circle, nennt sich das. Und zwar beschreibt er... Ja, aber passt auf, wenn ihr das googelt. Also der liebe Herbock meint jetzt nicht den Urinbeitrag. Nein, ich meine den Golden Circle. Ja, den Golden Circle. Nicht Golden Shower. Ja, aber nicht den Kreis pinkeln, sondern Golden Shower. Also, es gibt zwei gute Beispiele, die eigentlich das erzählen und greifbar machen für die heutige Zeit, was den Golden Circle eigentlich ausmacht. Ein großartiges Beispiel, was von sämtlichen Ecken und Kanten eigentlich dazugezogen wird, ist die Marke Apple. Mhm. Weißt du, Apple ist ein Computerhersteller, könnte man sagen. Apple ist teuer, Apple ist... Naja, von Hipstern so gern genommen. All diese ganzen Stereotypen. Aber das ist nicht der Grund, warum Apple so erfolgreich war. Ich sage explizit war. Denn alles steht und fällt an sich mit Steve Jobs. Steve Jobs ist bei der ersten Aufführung mit Das ist ein iPhone ja nicht hingegangen und hat gesagt, wir haben ein Telefon entwickelt. Hat er nicht gemacht. Er ist auf die Bühne gegangen, hat gesagt, hey, wir hören Radio, wir arbeiten mit dem PC, especially mit dem Notebook, wir arbeiten mit dem Telefon, wir brauchen Nachrichten. Wie wäre es denn, wenn wir das alles in einem Gerät hätten? Und dann präsentiert er das Gerät und sagt, ja, aber wie will man sowas bedienen? Vom Tablet kennen wir das, dass wir so eine Art Pen nehmen. Aber hey, immer so ein Pen mit mir rumschleppen und dann verliert man das? Nein, das ist scheiße. Ich nehme einfach das, was mir von Gott gegeben ist, und das sind Finger. So, das heißt, du vermarktest damit die Idee dahinter und nicht das Gerät. Und das ist das, warum ich immer wieder frage, was willst du denn erreichen? Wenn du sagst, okay, wir sind Selbstdarsteller, ist es das Wie? Ja, wenn du das hier von dir jetzt vermarkten wollen würdest, dann ist das das Wie. Das Was bleibt immer noch im Nebel stehen. Okay. Nächstes Beispiel, Martin Luther King. Zu seiner Zeit war er einfach ein Farbiger, der irgendwo stand und an sich gar keinen großen Ausschlag hatte. Kam irgendwann Mark O. und hat einen Techno-Track draus gemacht. Ne? Um Gottes Willen. Gottes Willen. Ja. Dann hat er es geschafft. Aber kam er in die Charts. Wie hat er sich denn vermarktet aus der heutigen Sicht? Mit dem Satz, ich habe einen Traum, I have a dream. Der kam nicht an mit, ich werde Präsident von uns, ich werde diese Steuern jetzt senken und dies machen und das machen. Das ist nicht bei uns hängen geblieben. Bei uns ist hängen geblieben, I have a dream. Dank Marco. Das ist jetzt in der Zeit, Zeitlinie ziemlich anstrengend, ja, aber im Endeffekt ist genau das die Ausgangsposition, von der du sagen kannst, jo, alles klar, kann man machen. Weil damit verkaufst du praktisch erstmal eine Idee. Du bist derjenige, der hingeht und sagt, pass mal auf, ich denke so und so darüber. Und andere Leute, die das hören, sehen, wie auch immer, denken sich,
gegebenenfalls und bestenfalls, hey, finde ich gut, kann ich mich mit identifizieren? Zurück zu dem Notebook oder Handy oder was auch immer du verkaufst. Notebook oder Handy, egal ob da ein angefressener Apfel drauf ist, eine verschimmelte Birne, irgendein Fenster oder sonst irgendwas. Interessiert nicht. Ist einfach nur ein anderer PC von einer anderen Marke. Da muss was hinterstecken, damit es ein Unique Selling Point hat. Also ein komplizierteres Betriebssystem beispielsweise. Zum Bleistift. Was viel bunter und knuffiger aussieht, aber sich viel schlechter bedienen lässt. Ja, zum Beispiel. Aber wenn es Leute gibt, die das mögen, dann hast du genau dafür die Abnehmer. So, aber das nur also das so heißt, ich muss in der Theorie. Mit irgendeiner Behauptung? Und dann nein. Leute, nein. Finden, die nein. sagen, Recht hat er. Nein, also nein. Guck mal. Also ich habe jetzt ein du bisschen mitgeschrieben. Gerade muss ich nur das Beispiel Steve Jobs wissen. Also pass auf. Okay. Ich mal so. Ich pass auf, Schätzelein. Hau raus. Wir hören Radio. Wir schauen Fernsehen. Wir lesen Bücher. Aber was wäre, wenn wir uns all das sparen können und stattdessen nur einen Podcast hören? Die Drittverwertung. Meinungsbildung 2.0. Ach, was? 3? Ach, 5.0. Ihr braucht keine eigene Meinung. Nehmt ich geh nochmal eben an den mein. Ja? Ja? Wie ist das? Zum Kotzen. Ja, okay, gut. Dann muss ich dir noch ein bisschen weiter zuhören. Das ist deswegen zum Kotzen, weil du darin, du hast vorhin dieses unsägliche, dieses unsägliche, man muss sich verbiegen, genommen. Nein, musst du nicht. Wenn du eine Idee hast, dann lebst du die. Verstehst du? Ja, gut, aber vielleicht habe ich gar keine Idee. Vielleicht mache ich einfach. Ja, und dann solltest du dich mal fragen, warum? Wie lange machst warum, du jetzt Podcasts? Warum ich mache? Nee, warum ich keine Idee habe? Guck mal, es ist ja sogar legitim, wenn du sagst, pass mal auf, ich bin jetzt, was weiß ich, exhibitionistisch veranlagt. Ja? Das ist sowas, was ich... Nee, ich habe auch noch einen Nippelkanal auf YouTube, Beispiel, wo ich seit drei Jahren jeden Tag meine Nippel hochlade. Nehmen wir mal das Beispiel den Drachenlord. Mhm. So. Ja. Das ist ein schlechtes Beispiel. Nee, das ist dann andere Leute Beispiel. Versucht zu analysieren. Nein, ich will den nicht analysieren. Scheitert am... Nein, ich kann dir genau sagen, warum er in gewisser Weise Erfolg hat. Ja, deswegen Erfolg, weil er genau etwas verkörpert und sein will, was total offenkundig ist, nämlich der Held vom Erdbeerfeld, und das jedes Mal fehlschlägt. Was er nicht realisiert ist, dass er eine Comedy-Nummer macht. Ja, dementsprechend erhält er sozusagen, jetzt gehen wir mal zurück in SEO und SEA, ja, er enthält praktisch eine Statistik, die er falsch liest. Und deswegen macht er das, was er macht, auch weiter. Okay. Ja, um es jetzt mal zu verbildlichen. Na gut, also mal davon abgesehen, dass er ein Sonderschüler ist, der nichts kann und zumindest jetzt eine Nische gefunden hat, die ihm zumindest etwas bringt. Das weiß ich nicht. Ja, nee, ist so. Ja, nee, der Typ ist jetzt nachweislich jetzt nicht die hellste Kerze auf der Weihnachtspalme. Und was willst du als Mensch, der nichts kann, also gar nichts kann? Du hast vorhin willst du Geld draus machen? Ja, aber du hast vorhin ein sehr magisches Wort erwähnt, ganz zu Anfang, Storytelling. Mhm. In gewisser Weise erzählt er dir eine Story. Ja, aber das ist macht sogar nicht, interaktiv. Das heißt, ja, er hat einen Gamification-Effekt in seinen Beiträgen. Ist ja, aber dieses Storytelling ist nicht bewusst. Dieses Storytelling ist aus dem Leben heraus, weil es sein Leben ist. Dieses Storytelling ist nicht geplant. Also so. Ja, aber genau, guck mal, jetzt gehst du hin und mutmaßt, er ist nicht die hellste Kerze. Nein, das ist halt mal faktisch. Egal. Ja, aber nimm doch das mal als Beispiel. Ist so ein super geiles Beispiel. Das zeigt dir doch, dass er das, warum mache ich das? Zwar aus einem anderen Beweggrund angefangen hat, aber ist sich hundertprozentig darüber bewusst, warum er das macht. Nämlich Selbstbestätigung. Ja? So, das in Content Management gerichtet, ja, so um auf die Grundlage deiner Frage zurückzukommen, ist eigentlich ein Zufall. Er ist eigentlich, oder sein, ich drück's jetzt einfach mal ganz fies aus, sein Erfolg, ob positiv oder negativ, ist ein Zufallseffekt von dem, was er eigentlich will.
hat auf der Waagschale haargenau den gleichen Effekt. Deswegen merkt er das nicht. Ja, also praktisch, er geht hin und sagt, hey, ne, Metal-Leute oder was auch immer der sagt, ja, keine Ahnung. Und sagt, hier, pass mal auf, wir zocken eine Runde, ich erzähle euch ein bisschen was aus meinem Leben. Es gibt Leute, die setzen sich hin, gucken sich die Roomtour an und denken sich, alter Schwede, wohnt der in einem Bunker oder was? So, aber genau das ist es ja. Die Leute sehen etwas, was sie selber aus ihrem Leben nicht kennen. Die Leute sind heutzutage so drauf, und ich sage explizit die Leute, sie werten, ohne es zu dürfen, und sie erlauben es sich. Dadurch haben sie einen gewissen RTL-Faktor, ja? Und genau das hält die Leute eigentlich daran, auch dieses komische, wie heißt das, Drachen-Game, keine Ahnung, zu machen. Ja, das heißt, er hat für sich daraus genommen, alles klar, ich habe zwar eine Menge Hater, so, ich habe auch eine Menge Besuch auf meiner Straße, der Besuch kotzt mich voll an, aber ich muss ja einer sein, warum die Leute hier hinkommen. Das Warum ist doch vollkommen Hupe. Ihm ist doch nur klar, hey, ich bin im Stadtgespräch oder ja, in seinem Sinne tatsächlich. So, und deswegen höre ich nicht auf. Er ignoriert vollkommen dieses ganze andere Gezumpel, so von wegen, Junge, was du da machst, ist Selbstzerstörung pur. Hat aber auch mit dem Management-Gedönse nichts zu tun oder mit Marketing nichts zu tun. Im Endeffekt hat es nur damit zu tun, er hat eine Idee, ich gehe mit meinem Leben vor die Kamera. Und er hat auf der gegenüberliegenden Seite Leute, die es A verstanden haben und Leute, die es total zum Kotzen finden. Für beide Seiten hat er aber genug Angriffsfläche zu sagen, Konter oder nicht Konter. Das heißt, er hat, wenn man es genau nimmt, eine Persona und eine Antipersona. Nämlich den Persona ist so praktisch das beste Stück an Gegenpart, den du erreichen möchtest. Ja, so wie bei Podcasts, da nennt man das Podcast-Avatar, also praktisch eine fiktive Person, zu der du sprechen willst. Ja, und ich finde das schön, Frank, wie in der Schule. Ich sag was, er schreibt mit, ist das großartig. Nein, ich mache mir Notizen, um dann wieder irgendwo das ist der Nachteil, wenn man das Ganze, wie wir gerade, über Webcam mitmacht. Da bekommst du mit, was ich tue. Sonst vielleicht so klingt, oh mein Gott, wie kommt der da jetzt da drauf? Ja, Stift und Papier, liebe Leute, Stift und Papier. Ja, richtig, so. Nee, das ist großartig. Nee, aber was das angeht, ist der Drachenlord, glaube ich, ein super Beispiel für Real-Life-Story. Es geht, wenn du einfach nur lebst, was du liebst. Ja, ohne daran zu denken, wie mache ich Reichweite, ohne daran zu denken, wie mache ich Geld, ohne daran zu denken, ja, mach was, worauf du Bock hast. Als ich zum Beispiel meine E-Commerce-Schulung angefangen habe, kam mein Dozent auf mich zu und sagte, ja, warum machst du was? So die Frage, die ich dir auch gestellt habe. Und ich habe gesagt, ja, natürlich, um Geld damit zu verdienen. Sagt er, hör mal, mit Geld kann ich dich überhäufen. Ja, ich kann dir irgendwie in der Wüste eine Grube graben, dann setze dich da rein, ich schütte dich mit Geld zu. Wie lange hast du Spaß daran? 2 Tage? Maximal? Liefert Amazon in die Wüste oder nicht? Ich glaube nicht. Nee, dann wird es schwierig. Siehst du? So. Aber recht hat er, muss ich gestehen. So, und jedes Mal, wenn dich einer fragt, warum machst du etwas, so in Hinblick auf eine Unternehmung? Ja, natürlich, weil ich Geld verdienen muss. Nein, Geld ist ein Resultat, Geld ist ein Nebeneffekt. Ich meine, von meinem Werdegang, da habe ich dir ja auch oft genug in den Ohren gelegen, genauso wie meinen Zuhörerinnen und Zuhörern, so nach dem Motto, okay, ein Burnout nach dem anderen und ich habe immer nur gearbeitet für Zeitarbeitsfirmen und so weiter und so fort und ich habe immer nur gearbeitet, damit ich Geld verdiene, damit ich mich ernähre, meinen Haushalt ernähre und so weiter und so fort. Aber ist es das, was wir im Endeffekt wirklich wollen? Nee, wir hören immer wieder, ich habe Spaß an meiner Arbeit. Ja, wo gibt's denn diese Scheißjobs? Und ja, im Endeffekt, also ich höre dieses, ich habe Spaß an meiner Arbeit, höre ich nicht. Du hörst das nicht? Nee, ich höre das nicht. Das ist eine Behauptung, dass das so viele Leute hören. Ich glaube, dass ich höre das tatsächlich sehr häufig. Das kommt von diesen Motivationscoaches, die ihre Motivation verkaufen wollen. Oh, ich höre das sehr, sehr häufig. Ja, ich höre das tatsächlich sehr häufig. Und ich stelle mir immer die Frage, irgendwas muss ich doch falsch machen. Ja, oder du redest halt viel mit Prostituierten. Nee, der Punkt ist einfach, es ist ein Gedankenfehler dahinter, und zwar meinerseits. Der Gedankenfehler ist nämlich der, dass ich sage, ich muss arbeiten.
anstatt dass ich mir irgendwas suche oder irgendwas mache, worauf ich wirklich Bock habe. So, und wenn ich irgendwo drauf Bock habe, erkenne ich das nicht als Arbeit an, sondern ich kriege sogar noch Geld für mein Hobby. Wobei wir jetzt wieder bei der Prostituierten wären. Aber im Endeffekt ist es genau das. So, und das ist auch einer der Gründe, warum ich jetzt seit knapp anderthalb Jahren oder zwei Jahren keine aktuellen Offline-Videos hochgeladen habe, weil ich derzeit einfach nicht mit meinem Gedankengut über die derzeitige Welt sprechen will. Und wenn ich in einem Vlog, wie du ja auch, ne, wenn du mit dem Kinderwagen, du nennst es Kinderlüften im Übrigen, das ist auch ein Wort, das habe ich mir notiert, das ist unter Eltern ist das vollkommen. Na gut. Ist jetzt nichts erfunden, es ist einfach normal, die Kinderlüften. Vielleicht werde ich das irgendwann nochmal so bekommen, dass ich das irgendwo anders noch höre. Nee, aber wenn du zum ich Beispiel unterwegs bist... Mit die Kimmellüften, dafür könntest du Ärger bekommen. Oh, ja, ich glaube auch. Nee, aber wenn du unterwegs bist, ne, du schmeißt deine Kamera an, ein bisschen verwackeltes Bild, erzählst so, Vlogging ist tot und vloggst dann trotzdem fleißig weiter. Ey, so. Deswegen habe ich ja schon wieder aufgehört. Ja, die Frage ist, warum? Was hat dich in dem Moment dazu angetrieben, auf den Record-Button zu drücken? Ja, da sind wir doch wieder bei der Self-Exposure und der Selbstdarstellung. Ja, aber was hast du im weitesten Sinne davon? Kleine Orgasmen. Ja gut, die kriegen jetzt natürlich deine Zuschauerinnen und Zuschauer jetzt nicht so unbedingt mit. Du filmst ja immer oberhalb der Gürtellinie. Ja, aber hinter mir hinterlasse ich dann schon so eine Schleimspur. Eine kilometerlange Spermaspur. Deswegen kann ich auch keinen Weg zweimal laufen, weil das dauert immer einige Tage, um ne, das Ganze ja. Was sonst ist. Nein, warum macht man sowas? Ganz einfach, weil man Selbstdarsteller ist. Warum bist du denn gerade hier im Podcast und erzählst mir die ganze Chose? Weil ich Bock darauf habe. Ja, weil du Bock drauf hast. Okay, du lebst ja gerade. Ja, du lebst Bock ja gerade Coaching. Die Coaching. Nee, deswegen nicht. Das ist was anderes, wenn du irgendwo zu Gast bist, als wenn du irgendwas selber machst. Ja, wenn ich mich hier blamier, ist das okay. Ja, wenn ich das bei mir mache, ist das auch okay. Aber im Endeffekt ist es ein anderes okay als okay. Ich habe Bock, heute Abend mit dir zu quatschen über was auch immer. Auch wenn ich sehr froh bin darüber, dass du mit dem Thema Schlager nicht angefangen hast. Ja, das kommt ja im nächsten Podcast. Wir machen jetzt erstmal hier unseren Content-Marketing, SEO, SEA. Gottes Willen, um Gottes Willen. Für Anfänger, ne? Und das nächste Mal machen wir dann Schlager für Fortgeschrittene. Das ist eigentlich nichts von alledem. Das ist eigentlich nur mal Grundlagen besprechen, wieso macht man überhaupt irgendwas. Grundlagenbesprechung mit Herr Heffer. Das klingt doch, das kann man doch vermarkten. Da haben wir doch schon mal den Content. Grundlagenbesprechung mit Herrn Havok. Jawohl. 1933 bis 45. Da musst du aber auch den Upload um 5.45 Uhr initiieren. Zurückgeschissen. Ja, nee, aber... Gut. Nee, aber nochmal zum Thema. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier sitze und mich mit dir unterhalte, habe ich einfach Bock darauf, mich mit dir um dieser zu unterhalten. Mhm. Wenn du damals angefangen hast, hast du dir wahrscheinlich eher gedacht, jo, alles klar, das war eine YouTube-Zeit, Broadcast Yourself, kennen wir alle noch. Also, nein, kennen wir nicht alle noch, aber die meisten kennen es noch. Me at the Zoo. Ja? Ja, hier hört keiner zu, der das nicht kennt, also. Ich weiß es nicht. Das war ganz ehrlich. Also für die 16-jährigen Zuhörerinnen unter sein. Ich geh mal kurz extra für dich. Das machen wir jetzt hier so premierenmäßig. Gucke ich mal, ob ich in die YouTube Analytics komme und dann gucken wir mal nach den Altersklassen-Zuhörern, zumindest für die Drittverwertung auf dem Isolierstation-Kanal. Die Frage, die ich dir bisher noch gar nicht gestellt habe, ist, warum ist dir das eigentlich so wichtig? Was ist mir wichtig? Diese Thematik. Du, ist mir nicht wichtig. Ich dachte mir, du machst gerade eine Schulung, reden wir halt darüber. Ach, das ist so ein dankbares Thema. Mir ist das absolut. Du hast schon letztes Mal gemerkt, als du gefragt hast, weißt du eigentlich wie und bla und bla. Nee, ist mir vollkommen Bums. Ist mir doch scheißegal, in welcher Minute die ausschalten oder dann. Ich bin mir nicht so sicher, ob dir das egal ist. Frank. Nein, ich bin doch aus dem Feld, wo ich mir denke, wow, ich könnte mit Podcasts erfolgreich werden.
da ist das schon lang vorbei. Die Isolierstation hatte mal ein Hoch, da hätte es was werden können. Da war der Peak aber schon erreicht und schwuppdiwupp ging es wieder runter. Also ganz ehrlich, wenn du jetzt heute durch die Gegend ziehst, ja, und ziehst dir die ganzen Blagen rein, die erzählen, was möchtest du denn später mal werden? Zu meiner Zeit war das Müllmann, Soldat, irgendwie Astronaut oder so. Heute heißt das entweder für nichts tun Geld kriegen oder YouTube-Star werden. Ganz ehrlich. Ja, was aufs Gleiche rausläuft, für nichts tun. Ja, wobei. Das ist auch viel Arbeit. Du meinst so ein Videoschnitt. Und nee, das ist nicht die Arbeit. Das ist nicht die Arbeit. Es ist für nichts tun Geld kriegen. Schau dir die Influencer an. Aber ich stehe doch auch vor der Kamera und mache Werbung für ein Auto. Ja, fick dich. Nein, die Arbeit ist es, dahin zu kommen. Das ist die einzige Arbeit. Ja gut, das ist halt die Frage, wie jung ist man, wie gut sieht man aus und wie tief kann man sich bücken. Ne? Also das war ja das Problem, warum Mr. Trashpack jetzt nur teilweise durch die Decke gegangen ist und dann quasi... Block. Die Frage ist nicht, wie gut siehst du aus oder wie tief kann man blicken, das sind so wahrscheinlich 0,5%, sondern welchen Mehrwert bietest du? Welchen Mehrwert biete ich denn? Ja, das wäre jetzt die Chance, deine Patreons anzunehmen. Ja, meine Patreons muss ich nicht überzeugen, die wissen ja schon, dass sie hier die absolute Elite, die absolute Premium-Ware halten. Nein, also ich denke im weitesten Sinne, um jetzt auch nochmal eine Frage zu beantworten, die du ganz am Anfang schon gestellt hattest, warum, also die ich gerne genommen habe, um zu beantworten, warum ich eigentlich Podcasts mache. Kannst du heute aber so eigentlich gar nicht mehr sagen, weil der Markt ist ja inzwischen übersättigt und du findest für alles, was dich interessiert, eigentlich deinen Podcast, auch in Deutschland. Aber als ich mit dem Podcast angefangen habe, und ich bin ja quasi ein Urviech, was das angeht, da gab es nicht viel. Da gab es vielleicht einen Frint, aber das wusste ich nicht. Es gab die Mediencrew, die mich inspiriert hat. Also die Mediencrew habe ich gehört, Kevin Körber und Dominik Hammes, die sich quasi einmal die Woche über Fernsehen unterhalten haben, das, was sie interessiert hat. Ja. Und das waren für mich quasi die beiden Godfathers of German Podcasting oder sind es auch noch weiterhin, auch wenn ich jetzt nicht alle Projekte von Körber und insbesondere Hammes verfolge, weil Hammes ja in diesem komischen Gefilde von, ich habe den Namen schon wieder vergessen, aber dieser total angesagte Podcast mit diesem Sohn von dem einen Typ von Badesalz, die auch Touren gemacht haben und T-Shirts und auch. Okay. Ja, aber ich sag gerne, als ich mit dem Podcasting angefangen habe, habe ich quasi den Podcast gemacht, den ich gerne selber hören würde, den es aber nicht gab. Ja. Und dabei bleibe ich eigentlich auch noch weiterhin, auch wenn ich jetzt absolute Randgruppenbespaßung mache, ja, ich weiß, möchtest du nicht hören, weil ist nicht Randgruppe, bla etc., doch ist Randgruppe, aber im Endeffekt... Die Worte schon in den Mund legt, bevor ich sie überhaupt gedacht habe. Ja, wir hatten dieses Gespräch ja schon mal off-camera sozusagen. Nee, aber ich mache immer noch Podcasts, weil ich die Podcasts, die ich gerne hören würde, nicht finde. Vielleicht bin ich einfach zu dumm zum Suchen. Okay, jetzt bin ich interessiert. Jetzt bin ich interessiert. Jetzt musst du mir mal erzählen, was du... Ich meine, bei mir war es ähnlich. Ja, ich habe irgendwann die Kamera angemacht und irgend so ein jugendlicher Spritzer ohne Haare am Sack erzählt mir die ganze Zeit, das Leben ist eine Party, labert 15 Minuten am Stück durch, ohne Luft zu holen, in einem Jumpcut nach dem anderen. Und ich denke mir, wo ist der Scheiß Party? Ja, Herr Tutorial, der war schon richtig gut, ja. Den kannte ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Aber ich habe mir immer die Frage gestellt, wo ist die Scheißparty? Und wenn, warum bin ich nicht eingeladen? So, und das war der Grund, warum ich zum Beispiel gesagt habe, ich mache damit jetzt weiter. Weil Sorry, aber um dir die Frage mal gleich jetzt zu beantworten. Ich kenne deinen Musikgeschmack, deswegen wurdest du nicht eingeladen. Gruftis will keiner auf seiner Party. Aber selbstverständlich. Wenn ich jetzt so das, was du jetzt gerade gesagt hast, nochmal aufgreife und du sagst, okay, ich habe eine Menge gehört, eine Menge gesehen und ich will das machen, was es eigentlich für mich nicht wirklich gibt, dann hast du ja praktisch damit schon dein Alleinstellungsmerkmal für dich erklärt. Was? Jein. Aber wie gesagt, das war damals ein gutes Argument. Heute ist es das eigentlich nicht mehr. Doch. Und wenn ich heute sage, ich mache beispielsweise, ich mache jetzt diesen Podcast, ich unterhalte mich mit dir für
für die Zuhörer, die ich habe. Dann liegt es heute an deinem Gast. Ja, das natürlich. Ja. Also ich mache ja im weitesten Sinne alle meine Podcasts nur wegen Herrn Herbock. Also das darf man jetzt alle. Machen. Alle. Nein, aber wenn ich heute sage, ich mache meine Podcasts, weil ich das, was ich gerne selber hören würde, nicht da draußen finde, deswegen muss es einer machen und das bin nun mal ich, dann trifft das zwar immer noch zu, aber es gibt massig Podcasts, die ich wahrscheinlich gerne hören würde, wenn ich sie denn finden täte, die es aber definitiv jetzt gibt. Weil inzwischen diese Broadcast-Yourself-Zeit hat ja dazu geführt, dass nicht nur sich jeder vor eine Kamera gestellt hat, sondern die Leute auch festgestellt haben, oh ja, kacke, eigentlich sehe ich ja aus wie der letzte Rotz, ich will eigentlich gar nicht vor die Kamera, ich kann ja auch einfach nur meine Stimme aufnehmen. Und haben angefangen, Podcasts zu machen. Deswegen macht er es ist ja quasi viel schlimmer. Also wenn YouTube schlimm war, ist Podcast ja jetzt noch viel, viel schlimmer, weil jetzt wirklich jeder einen Podcast macht. Aber um den Satz nochmal zu beenden, ich mache immer noch Podcasts, die ich gerne hören würde. Ganz einfach, und jetzt kommt's, da kommen wir jetzt zur Self-Exposure, zur Selbstdarstellung und im gewissen Sinne zur Selbstverliebtheit. Vielleicht, weil ich mich gerne selber reden höre. Wow, okay, ja. Kurz cool. War das sprachlos. Ja, ja, tatsächlich. Dann gibt's nur ein... Es gibt eine Zielgruppe, die ich nein, muss, und die erreiche ich ja schon, mich selbst. Geil! Du hast so alle 4 Jahre hast du irgendwo in irgendeiner Aufnahme so eine Äußerung von dir, die relativ, ist wirklich so alle 3 bis 4 Jahre, kommt dir mal vor. Das ist doch krass, dass du sowas jetzt behaupten kannst, weil du mich ja wirklich schon seit Ewigkeiten hörst, ne? Ja. Das tue ich tatsächlich. Also wissentlich seit 2010. Mhm. Und überleg mal, sind jetzt 11 Jahre. Ja. So. Im Endeffekt sagst du in dieser Zeitspanne gerne mal so relativ sarkastisch und halbironisch, zumindest audiovisuell, dass es schwierig ist, jemanden zu erreichen. Wenn du jetzt aber sagst, okay, du bist deine eigene Zielgruppe, ja, cool. Ja, dann hast du ja schon mal die halbe Miete. Aber dann kommt eigentlich für mich nur eines in Frage, warum du nicht diesen Effekt hast von Zufluss. Und das ist eben das Bekannte. Also mit anderen Worten, du hast gerade selber gesagt, heute wirst du überschwemmt von Podcasts. Mhm. Habe ich zumindest das Gefühl. Ich bin ein Mensch, ich höre vereinzelt Podcasts. Neben euch hier höre ich noch weitere 3 Stück, das war's. Mhm. Bei mir funktioniert das immer nur auf Empfehlung. Ansonsten setze ich mich nicht hin, gucke mir ein Bild an von irgendwelchen Leuten, lese mir einen Text durch und sage, das könnte ich jetzt interessant finden, hörst dann wirklich 5 Minuten rein und kriegst die kalte Kotze. Ja? Um mir diese Zeit zu sparen, warte ich auf Empfehlung. So, und bei diesem ganzen Wust überhaupt gefunden zu werden zu einer Thematik, die mich interessiert, mit Charakteren, die ich persönlich für sympathisch erachte oder mit wirklich einem Langlebigkeitseffekt, ist nicht nur die Kontinuität von irgendwelchen Erscheinungsdaten unheimlich wichtig, sondern auch natürlich, dass ich weiß, wer es überhaupt macht, wo ich es finden kann und zu wann ich mit neuen Uploads zu rechnen habe. Und wie du und alle anderen natürlich wissen, gibt es bezüglich diesem Projekt massig exklusive neue Uploads mit Vor- und Nachgesprächen auf patreon.com/isolierstation. Das war jetzt eine richtig gut gesetzte Call to Action, Frank. Dafür habe ich einen Punkt vergessen, den ich mir noch aufschreiben wollte. Aber ist okay. Dafür habe ich das jetzt für Werbung benutzt. Super. Ja, ist doch großartig. Nein, also ich bin davon überzeugt. Dass, ja gut, dann habe ich aber doppelt verloren. Ich habe mir hier geschrieben, sympathische Charaktere hast du gerade erwähnt. Ja gut, ich habe mir noch eine andere. Triff doch voll ins... Ich doch nicht. Ich bin Mr. Agro schlechthin. Ich bin das schlechteste Aushängeschild, was du hier hättest einladen können. Im Endeffekt ist das
für mich tatsächlich unverständlich. Ich meine, ich bin per se kein Fanboy von nichts und niemandem. Ich kann das nicht. Es geht nicht. Aber es gibt halt so Momente. Außer von Raumwelle, Sascha, wir lieben dich beide. Mua. Weiter. Laut Funk. Genau. Laut Funk, ja. Ich finde einfach, es muss zu den diversesten Momenten passen. Ja, und das ist etwas, ist schwierig. Ja, bei YouTube kannst du mal eben hingehen, Startseite, was wird empfohlen, okay. Wenn du jetzt Podcasts suchst, dann habe ich als derjenige, der sich mit Podcasts selber oder Podcatchern oder wie sie alle heißen oder iTunes oder was auch immer. Ich habe das Problem, ich gehe auf diese Suchseiten, ja, und kriege ständig was vorgeschlagen, was Milliarden oft geklickt wurde. Ich bin ein Mensch, auch bei YouTube heute noch, nach 15 Jahren, bin ich ein Mensch, der sucht kleine Kanäle. Bestenfalls unter 100 Abos. Weil das Authentizität ist, meine Fresse, um die Uhrzeit kriege ich schon gar nichts mehr gebacken. Grammatikalisch. Nee, aber das ist für mich persönlich der wichtigste Faktor von alledem. Ich habe nichts davon, wenn irgendein, du hast vorhin gesagt, Influencer, ja, da könnte man sich jetzt wieder drüber streiten, was ist ein Influencer, ab wann ist man ein Influencer, bla. Ja, ist überhaupt nicht wichtig. Wenn ich bei Instagram ein Foto mache und es ist ein Artikel drauf, dann nehme ich den Hashtag Werbung. Ist auch nicht mehr so, aber gut. Ja, aber dann bist du noch lange kein Influencer, nur weil du für irgendjemanden Werbung läufst. Ich bin influenced, dass ich die neue Kräutercreme. Ach, egal, lass mal. Mit Uran und Platin. Urin und Platinum, genau. Ja, auch das so rum. Nein, im Endeffekt ist es einfach nur schwierig, im Podcast-Leben was zu finden. Ich meine, RSS-Feed galt, bevor der Podcast wieder aufgelebt hat, eigentlich schon als tot. Ich weiß bis heute nicht, was ich damit anfangen soll. Och, ganz ehrlich nicht. Den fand ich schon vorm Podcasting sehr praktisch für die Linksetzung im Firefox damals, weil da konnte ich bei meinen Lieblingsseiten oben einfach draufklicken und habe dann die ersten 10 Beiträge gesehen, ohne dass ich auf die Seite musste. Insbesondere in Zeiten, wo das Internet noch nicht so schnell war, wie es heute ist, wo selbstverständlich hier jeder seine 50, 25, 150 Mbit-Leitung hat, fand ich das schon damals richtig geil. Hm? Also ich meine, wie sehr wir von der Zeit verwöhnt sind, und das knüpft da eigentlich dran an, war für mich sehr auffällig, als ich vor knapp 2 Wochen versucht habe, eine WordPress-Seite einfach mal just for fun zu erstellen. Ich bin es gewohnt, dass du eine leere Seite hast, da packst du dahin, was du willst, wo du es haben willst, und das ist da nicht möglich. Du arbeitest noch praktisch, du hast rechts das Hauptbild, links und rechts kannst du noch Verlinkungen machen, dann musst du irgendwie Fenstergrößen noch berechnen, unterschiedliche Medienfiles einfügen und Gedönse und Gemache und Getue für jemanden, der das alltäglich macht, ist das wahrscheinlich ein Klacks und er erzählt sich, Herr Wock, was bist du für ein Versager? Ja, gut, du musst unterschiedliche Apps, wie sagt man, Widgets draufladen, die dir das dann erleichtern. Dass du alles ja, aber machst. Versuch's mal ohne. Versuch das einfach mal ohne. Ja, gerne. Und dann das machen sie immer noch am liebsten, weil im klassischen WordPress-Feld kannst du ja noch HTML-Code eingeben, wenn du möchtest. Und es funktioniert ja immer noch. Ne? Also. Ja, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist eben dieses, ich habe bemerkt, dass ich auch heute sehr verwöhnt wurde von der Einfachheit des Alltags. Ja, dieses, ich ziehe einfach, und zwar wirklich einfach, das, was ich will, dahin, wo ich es will, wann ich es will und mit was ich es will. Und das ist auf manchen Oberflächen, und WordPress ist eine der größten Oberflächen überhaupt, was Blogging angeht, ist es einfach nicht möglich, so ohne weiteres. Dann bist du zum Beispiel zum Testen erstmal kostenfrei unterwegs, hast kostenfreie Themes, die sehen im Naked-Business auch richtig gut aus, ja, bis du zu dem Punkt kommst, ich will es befüllen, und zwar sinnvoll, und dann auch noch so, wie ich es will. Ja, nee, das hatte ich auch nie gehört. Ja, genau. Und dann wirst du sehr schnell feststellen, wo deine Grenzen sind. Und dann fängt das quasi als Content-Marketer wieder ein WordPress-Specialist. Entweder das oder du investierst eine ganze Menge Zeit, hast aber keine Zeit mehr für den eigentlichen Content.
Ist auch für einen Knallroten. Dafür kannst du dir aber jetzt die sogenannten AIs, Intelligent Dings, bla, zulegen, die dir quasi 80% deines Contents automatisch erzeugen. Wäre nochmal ein ganz eigenes Thema, ist eine lustige Geschichte, habe ich jetzt auch schon ausprobiert. Schwappt ja jetzt auch momentan so ein bisschen nach Deutschland rüber, also das heißt, kommt jetzt auch in deutschen Übersetzungen. Ja. Wahrscheinlich haben wir dann bald nur noch Zombie-Content, der zu 80% von so einer Intelligence Artification Robot Dings erzeugt wurde und ja, gut. Ja, aber die Gefahr ist doch, wenn du auf deiner Website ständig irgendwie Fremdcontent einblendest, entweder schadet er dir ab irgendeinem Zeitpunkt selber oder die Leute fragen sich, warum kriege ich diese Scheiße hier angezeigt? Denn du bist auch immer dann angehalten zu gucken, passt der Content auch wirklich zu mir? So, ja. Machst du das nämlich nicht, dann kannst du dich zwar zurücklehnen und sagen, ach komm, ich habe jeden Tag frischen Content, könnte die Leute interessieren. Aber wenn du selber keinen Content lieferst, was hält die Leute dann noch dabei fest, sozusagen auf deiner Seite zu pausieren und zu sagen, hier halte ich mich gerne auf. Und zugegeben, auf deiner Website war ich schon das ein oder andere Mal, ja, oder auf deinem Blog. Den hast du jetzt leider über einen ganz geraumen Zeitraum nicht aktualisiert, was mich dann natürlich auch weggetrieben hat. Wobei ich aber sagen muss, inhaltlich finde ich ihn gut. Zumindest von dem, was damals da erschienen ist. Von welchem meiner 100 Seiten redest du gerade? Du hast ebenfalls eine WordPress-Seite. Alle Podcast-Seiten sind WordPress. Nö. Doch. Nö. Mitverwertung WordPress. Ach so, bei dir. Ja, oh, ja, mein Gott. Okay. Ich müsste lügen, aber ich glaube, den isolierstation.de oder wie der hieß. Wenn du den überhaupt noch hast. Nee, auch der war es nicht. Aber du meinst wohl den Frankster-Blog. Den ursprünglichen. Ja, oder so. Klar. Nein, der war auch wirklich gut. Ich weiß nicht mehr auswendig, bis zu welchem Datum du den befüllt hast oder bis zu welchem Jahr. Und dann finde ich das immer sehr, sehr schade, wenn das von jetzt auf gleich so aufhört. Ich meine, ich habe auch eine ganze Menge ausprobiert. Ich habe mit Melanie, also meiner Co-Moderatorin, auch schon Abende verbracht, wo wir uns hingesetzt haben und mal uns überlegt haben, was haben wir eigentlich alles schon fabriziert? Was haben wir eigentlich alles schon gemacht? Ja, also weißt was du, wir in den letzten Jahren gemacht haben, kann ich nicht sagen, weil du ja leider die Livecasts, die Live-Geschichten nicht mal online danach freischaltest, genau. Damit genau. Man auch mal reinschauen kann. Ich ja. Weiß es nicht, also du bist eigentlich was die letzten Jahre angeht, wenn man jetzt deinen Live-Content nicht verfolgt, ein großes Fragezeichen. Ich meine, es ist okay, du klärst ein Jahr zu Anfang eines jeden Podcasts immer wieder auf, dass du die letzten Monate dies und das gemacht hast, aber ja. man kann es halt nicht nachschauen. Und damit das natürlich auch geändert wird, und das ist das, worauf ich gerade hinaus wollte. In Zukunft Alex Mysterio. Ihr habt es hier in der Drittverwertung. Ich muss gerade überlegen, was nehmen wir gerade auf. Zum ersten Mal gehört. Also aus Alex Havoc wird Alexander Mysterio oder für die Deutschen unter euch der mysteriöse Alexander. Ja. Das ist gut. Das ist immer noch weit genug weg von deinem richtigen Namen, Matthias Matzemüller, wie schon gesagt. Worauf ich vorhin hinaus wollte. Ich habe mich mit ihr hingesetzt und habe erstmal geguckt, wir machen jetzt schon über 6 Jahre Podcast zusammen. Und wir haben dann einfach mal angefangen mit einer Mindmap, um da reinzuschreiben, was haben wir eigentlich in der Zwischenzeit schon alles gemacht. Das haben wir vor einem halben Jahr schon gemacht. Da habe ich mit meiner Bildung zufällig gefragt, erst why, also was ist die Vision? Und danach vielleicht how? Nein, das wusste ich immer schon. Das wusstest du schon. Also ja. Warum? Warum? Warum machst du es? Bist du auch ein Selbstdarsteller? Ich bin vor allen Dingen derjenige, der gerade seinen Kater dazu ermutigt, mal die Schnauze zu halten. In gewisser Weise ja. Bin ich natürlich auch ein Selbstdarsteller. In anderer Hinsicht bin ich aber jemand, der nicht wahrhaben möchte, dass es gewisse Themen auf der Straße gibt, die einfach so totgeschwiegen werden, dass man, wenn man sie anspricht, es 50% der Leute gibt, die sagen, ich zuck mit der Schulter und gehe weiter, und die anderen Leute trauen sich nicht, über irgendwas zu reden. Und ich bin auch sonst im Alltag derjenige, wenn sich zig Leute beschweren und es mich selber kratzt, bin ich derjenige, der leider der Idiot ist und dann damit hausieren geht und sagt, pass mal auf, das war jetzt scheiße. Gutes Beispiel, weil ich es auch jahrelang mit thematisiert hat, nannte sich erst in der Rubrik die Dienstschlussrubrik und später
habe ich das dann mit in der Ruhezone untergebracht. Wenn ich das Thema Arbeit angesprochen habe, dann kennt jeder das, die besten Gespräche führst du eigentlich in der Raucherecke. Und wenn du in der Raucherecke stehst, dann kommen immer wieder Leute auf dich zu und erzählen dir, das passt mir nicht und das passt mir nicht und das passt mir auch nicht. Und du fragst die Leute dann immer wieder, warum sprichst du das verdammt nochmal nicht an? Dafür haben wir Meetings, dafür haben wir einen Gemba Walk, dafür haben wir dies, das, jenes, ja. Und ja, so, und irgendwann, wenn mich das gleiche Thema trifft, dann hast du einen überschneidenden Faktor und dann stehe ich auf und sage, pass mal auf, das ist scheiße, das ist nicht suboptimal oder semi-originell, das ist scheiße, können wir daran was ändern? Dann hörst du zwar immer von hinten, ja, wir stehen alle hinter dir, ja schön, vor mir steht keiner. So, und aber ich will für mich das Problem lösen. Und ganz deutlich ist das geworden, als ich im Livestream dann gesagt habe, pass mal auf, liebe Leute, ich habe Depressionen. 23.57 Uhr, ich saß voller laufenden Kamera, spreche eigentlich mit meiner Co-Moderatorin und especially meiner Kameralinse. Und ich sage, ey, ich habe Depressionen. Das habe ich zum zweiten Mal dann erwähnt und das erste Mal unter Tränen zu Hause irgendwo. Für mich stand einfach nur fest, es ist ein Thema, was nicht salonfähig ist, aber das muss raus. So, und dann, ich habe damals einen Selbstversuch gestartet mit dem Dampfen. Das hat ein Jahr gedauert. So, und ich hatte zwischenzeitlich einen Gast, den hattest du auch schon bei dir zu Gast, den Alex Wegener, damals Flexilogix, hinterher Emperlogix. Und der sagte einer mal... Einer seiner 500 Namen, aber muss jetzt nicht mehr aktuell sein. Nächste Woche heißt er eh wieder anders. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall sagte er zu dieser Thematik, es ist schade, dass du gerade auf Social Media, also auch auf YouTube und Co., nie Leute findest, die darüber reden, wenn es gerade der Fall ist, sondern immer wieder dieses, hey, ich hab's geschafft, Ding. Und ich habe gedacht so, ja, stimmt. Also versuche ich gerne, das auch in Videos zu verpacken. Zwei Burnouts habe ich tatsächlich mit Video begleiten können. Für alles andere, bin ich ganz ehrlich, fehlte mir die Kraft. So. Dann bin ich erstmal 8 Monate weggefallen und was dann Social Media macht, da habe ich echt gedacht, ich spritze gleich ab, ich könnte wildwichsend durchs Büro gehen. Du kommst wieder nach 8 Monaten, findest sämtliche Einträge auf Skype und Co., wo Leute es eine Frechheit finden, dass man ja nicht antwortet und du stellst dir die Frage so, Kinder, wisst ihr eigentlich, in welchem Abstand ihr zu mir steht? Wisst ihr eigentlich, dass ich gerade 8 Monate im Bootcamp war? Habt ihr ein Rad ab oder was? So, dann gab es Leute, die haben mich für tot erklärt online und all so eine Scheiße. Und du denkst dann so, nee. Ja, sorry nochmal, aber ich habe halt nicht mehr von dir gehört. Nee, also das habe ich auf eine mehr oder minder nonchalante Art und Weise geklärt. Ich mit ihm getroffen und die Faust landete halt irgendwie mitten in Das ist die Lernkurve, sagt man dazu. Nein, aber im Endeffekt, ich fand's halt echt dreist, was sich Menschen heutzutage erlauben, im Internet über Dritte zu verbreiten, ohne dass sie sich jemals begegnet sind. So, und zurück zu deiner Frage, warum ich das eigentlich alles mache, ist schlicht und ergreifend, weil ich da Bock drauf habe, über Dinge zu sprechen und damit aufklären möchte, dass bestimmte Sachen nicht immer nur da landen, so nach dem Motto, ach, das bin ja nur, warum immer nur ich? Es ist bei niemandem immer nur ich, sondern es gibt gewisse Themen, die werden einfach totgeschwiegen und das ist zum Kotzen. Also ich finde, ganz ehrlich, also wenn es jetzt hier Oscars gäbe für die bessere Erklärung, der Selbstdarstellung, dann hast du gewonnen. Aber ich finde meine Kürze jetzt auch nicht schlecht. Also wenn ich sage, warum machst du das? Ja, ich stelle mich irgendwie selber da. Aber bei dir klingt das sympathischer. Also hätte ich dich nicht abonniert, ich würde dich jetzt abonnieren. Ja, aber ich meine das so. Ja, das glaube ich dir auch. Im Übrigen sind wir uns, du hast ja irgendwann bei mir zu Gast mal gesagt, du bist auf mich gestoßen wegen den Dampfer-Videos. Nee, wir kannten uns eigentlich schon länger. Ja? Ja, tatsächlich. Wir kannten uns schon länger aufgrund von, wir sind uns das erste Mal über den Weg gelaufen bei Frau Zimmi. Okay. Ja. Und Frau Zimmi fand ich, und sie war im Ursprung eigentlich eine der Personen, die mich dazu animiert haben, genau das zu machen, was ich bis heute noch versuche zu machen. Sie hatte eine Rubrik auf ihrem Kanal und ich finde es schade, dass sie diesen Kanal nicht mehr betankt. Diese Rubrik hieß Tacheles. Ganz kurze Zeit, so ein Jahr hatte sie das vielleicht. Waren vielleicht 4, 5 Einträge.
wo sie sich vor die Kamera gesetzt hat und gesagt hat, das finde ich zum Kotzen, das finde ich zum Kotzen und das finde ich zum Kotzen und zwar aus diesem... Ah, und da hat sie dann irgendwann erzählt, hier, das finde ich zum Kotzen, dieser Typ von der Isolierstation, absolut zum Kotzen und so bist du auch nicht... Nein. Ich weiß ja nicht, ob... Ich glaube, du kennst sie eigentlich... Nein, ich wüsste jetzt auch nicht, wie wir uns da... Hat die irgendwann mal einen Livestream gemacht? Und nee, gesagt, Kommentare. Damals war es noch üblich, Kommentare zu machen. Ach, ja, das und wenn Kommentare dann eine gewisse Qualitätsstufe hatten, zwinker, zwinker nach draußen in jede Richtung. Naja gut, aber das war ja damals auch kein großes Talent, eine gewisse Qualitätsstufe zu erreichen. Man musste ja einfach nur der deutschen Sprache mächtig sein. Vielleicht mal einen Punkt oder ein Komma setzen, ich weiß, das ist... Ne? Und, du bist hässlich, mit E und genau. G. Genau, das habe ich damals geschrieben. Und du dachtest dir, boah, geil, der hat voll den Durchblick. Der hat's drauf. Da klicke ich mal auf den Kanal. Nee, aber es war auf jeden Fall irgendwas Erhellendes. Und dann bin ich irgendwo bei dir oder euch drauf gelandet. Und so hat das damals funktioniert. Genauso wie diese Video-Antwort-Funktion, die man leider gecancelt hat. Ich fand das eigentlich eine coole Nummer. Das war eine geile Erfindung damals bei YouTube. Leider hat schon damals gekränkt, dass nur Videoantworten freigeschaltet wurden, also offiziell freigeschaltet wurden, nachdem derjenige, der die Antwort bekommen hat, auch das Okay gegeben hat. Dementsprechend sind massig Leute damals größer geworden. Ich sage nicht groß, aber größer. Dadurch, dass bekannte Leute deren Videoantwort freigeschaltet haben. Das war ja so ein bisschen Rosinen picken und Bittstellern. Also das hat die Idee von Anfang an so ad absurdum geführt. Aber ja, im Grunde genommen war es eine coole Sache. Ich finde es aus zweierlei Hinsicht schade, dass man das heute nicht mehr hat. Zum einen hat es damals tierisch die Community-Funktion gestärkt. Ja, du hattest auch wirklich ein Gegenüber, welches sich mit dir unterhalten hat. Du brauchtest nicht nur tippen, ey, du bist hässlich, sondern du konntest dich auch mit deinem Duckface vor die Kameralinse schmeißen. Ich bin auch hässlich, wir sind schon zwei. Ganz genau. So, und ich kann mich noch dran erinnern, das wurde auch in der Isolierstation damals sehr, sehr häufig erwähnt. Da hast du den André, as known as Keoma 02, gerne mal hin und wieder daran erinnert, dass er mit Kleines Mariechen so ein Hin und Her hatte. Mit Videoantworten. Ja, von mir ist auch das. Und ich finde es halt schade, dass über die Zeit weg sehr viele Leute weggefallen sind, die damals eigentlich im deutschsprachigen YouTube-Sektor nicht wegzudenken waren eigentlich. So, stattdessen hast du heute, was weiß ich, Milch ist Gift und all so eine Scheiße, wo du dir die Frage stellst, so, was möchte der Autor mir jetzt damit sagen? Das also, da ist die Vision nicht ersichtlich und trotzdem funktionieren sie. Wenn bei mir die Vision nicht ersichtlich ist und trotzdem nicht funktioniert, weißt du, warum was das ich dann funktioniert? Anders? Nein, weißt du, warum das funktioniert? Dafür musst du dir einfach nur mal angucken, wie die Zielgruppe aussieht. Mach etwas, was möglichst angesagt ist. Verkörpere das in einer möglichst gefragten Charaktere. Ja, und zwar nicht, weil der Typ als solcher oder die Troller als solche die gefragte Person ist, sondern das, was diese Person verkörpert. Sie verkaufen sich selber. Im Großen und Ganzen könnte man sagen, es ist moderne Prostitution hier per Video. Na ja, gut, das haben wir ja schon damals zu den ganzen Influencern gesagt, als sie noch keine Influencer waren. Das sind quasi Nutten. Ja. Nein, die verkaufen praktisch sich selber und ihre Lebensvision. Mhm. Ja. Und bieten dann sozusagen ein Ziel, was es für jemanden zu erreichen gilt. So, was weiß ich, ich kann mir leisten, mal eben ein halbes Jahr mit dem Longboard durch die Staaten zu fahren. Oder ich kann mir leisten, 17 Mal zu meinem Sommerloft auf die Malediven zu fliegen. Oder ich kann mir leisten, mit einem PC für 60.000 Euro in Wohnzimmer zu stellen. Oder. Ist das Bild, was man vermitteln muss, immer, ich habe was erreicht. Und Dann hätte ich ohnehin von Anfang an verloren, weil ich kann, was kann ich denn dann, eigentlich nichts. Und genau das ist der Trugschluss, Frank. Du kennst das echte Leben. Ja gut, aber da bin ich ja nicht der Einzige. Genau das ist der Punkt. Du setzt ja an einer ganz anderen Fläche an.
Ja, ich habe jetzt zum Beispiel, als ich offeriert habe, hier zu meinem 40. Geburtstag, gab es einen Livestream hier hinter mir auf der alten Couch, die hier stand. Ach Gott sei Dank, hast du noch Couch gesagt. War eine Couch, ja. Du hast einen Livestream hier hinter mir auf der alten, das wäre jetzt ein bisschen... Ja. Nein, das kam später. Feli, nochmal Glück gehabt. Ja, genau. Nee, das kam später. Nee, ich hatte dann halt offeriert, dass ich Vater werde. So, und dann kamen direkt schon die ersten Stimmen von den Altbekannten, die gesagt haben, ja, ich hoffe, dein Kanal wird dann nicht zum Babykanal oder sowas. Wo ich mir gedacht habe, so, nein, ich würde doch auch nicht mein Kind vor der Kamera zerren. Das ist überhaupt nicht, davon abgesehen, dass das eigentlich Misshandlung ist, in meinen Augen. Ja. Aber wenn du jetzt von Influencern ausgehst, kannst du immer sagen, wenn denen irgendwann YouTube wegbricht, ist sofort jegliche Einnahmequelle weg. Das weißt du, das weiß ich. So, während wir aber draußen noch leben, im richtigen Leben, stützen wir unsere Einnahmequelle ja nicht auf irgendwie einen Podcast oder Blogs oder Videos oder sonst irgendwas. Dementsprechend, wie soll ich das sagen? Ist uns das eigentlich scheißegal, wenn das passiert. Weil dann setzen wir an einer anderen Stelle an und dann ist gut. Nur um unserem Hobby zu frönen. Wenn irgendwann mal irgendwas dabei rumkommt, ja, dann ist gut. Aber das zu forcieren, finde ich persönlich echt extrem gefährlich. Aber und ist dann quasi nicht das Gegenteil von dem, was du zu Anfang als Lebensweisheit gesagt hast, nämlich du sollst dir was suchen, worauf du Lust hast oder was du... Woran du Spaß hast, richtig. Spaß hast und dann damit dein Geld verdienen und jetzt ist doch quasi das Gegenteil. Bestenfalls, nein. Bestenfalls. Also nein. Im Endeffekt, gut, also das klingt aber auch nach wie vor wie so eine Coaching-Weisheit. Nee, überhaupt nicht. Also von daher ist eigentlich die Wahrheit dahinter, such dir was dir Spaß macht und bestenfalls verdienst du damit Geld. Realistisch tust du es aber nicht, also du machst wenigstens was dir Spaß macht, aber du solltest trotzdem nebenbei noch Vollzeit den Job tätigen, weil irgendwo musst du ja auch Geld verdienen, du armes kleines Würstchen, weil du kannst ja hier gerne dein scheiß Hobby betreiben, nein. Aber bitte nichts machen. Nein. Das Stichwort, was hier noch fehlt in deiner Aufzählung, ist Motivation. Mhm. Wenn du sagst, okay, du machst das Ganze aus einem exhibitionistischen und narzisstischen Grund, Prozedere, was du gerne... Narzissmus ist ein guter Begriff, den hätte ich. Ja, der ist gut, ja. Ja, ne? So. Ja, das ist gut. Hast jetzt richtig gut den Tom erwischt. Also, ich wollte den Tom dissen. Ich habe nur gerade den Feta-Käse fertig geschnitten und der Tom hat ein Wort rausgehauen, wo du gesagt hast, das Wort hat mir gefehlt. Und genauso ging es mir jetzt mit dem Wort Narzissmus. Ja, perfekt. Wir sind alle Narzissten. So, wenn du irgendetwas machst, nur um deinen Narzissmus zu deckeln, ja, dann ist das doch schön, wenn du dieses Ziel erreichst. Wenn du das als Ziel definiert hast, wo hast du dann dafür im Hintergrund das Ziel Geld definiert? Wo hast du dann Erfolg definiert? Gar nicht. Also ich muss weil, das. Bei ich dir muss, in den muss das im Bullseye Ziel. Ist Narzissmus. Ja, als Beispiel jetzt. So. Ja, nicht nur als Beispiel. Wir sind ja hier quasi bei Selbstvermarktung für Anfänger. Und ich muss ja mal gucken, dass ich den Scheiß jetzt mal irgendwie zum Laufen kriege. Ne? Ja, also muss ich mir jetzt Geld zum Ziel setzen. Geld. Das ist das beschissenste Ziel, was du dir je setzen kannst, Frank. Ja gut, aber du hast jetzt gerade am Anfang angeteasert, dass ich mit dem, was mir Spaß macht, und mir macht es ja Spaß, Podcast. Ja, okay, dann drehst doch mal auf eine andere Art und Weise und ich versuche dir jetzt mal zu erklären, warum Geld keine Motivation ist. Ja, weil Geld ist ja Wüste und schütt dich mit Nee, nicht nur das. Geld macht vor allen Dingen auch nicht glücklich. Okay. Wenn du dir jetzt vorstellen wollen würdest, du wärst ein kleiner Junge. Jetzt weiß ich aus erster Quelle von dir nämlich, dass du mit Autos eigentlich nichts anfangen kannst. Aber tun wir jetzt einfach mal so, als könntest du damit was anfangen, als kleiner Osel. Mhm. So, und du träumst dein ganzes Leben von einem Lambo. So, und jetzt nimmst du mal irgendeinen Influencer, ja, der alles, jedes scheiß Wochenende, wenn er will, mit so einem Lambo durch die Gegend fährt, hat seinen Kindheitstraum erfüllt damit. Ja, was kommt als nächstes? Wo ist die Motivation? Dann hast du Geld, Punkt. Dann hast du da dein Ziel aber erreicht, dann ist Ende. Aber welchen Mehrwert bietest du mit deinem Ziel für dein Projekt und vor allen Dingen für die Leute, die du mit deinem Projekt begleiten möchtest, nämlich Zuhörerinnen, Zuhörer, Zuschauerinnen, Zuschauer?
Welchen Mehrwert hast du da, außer dass man im Endeffekt davon ausgehen kann, der hat uns ausgenommen, weil der wollte ja sein ganzes Leben lang nur Benzin verblasen mit dem Lambo. Ist doch für einen knallroten Sack. Du hast doch null Mehrwert geboten. Und das ist nämlich der Punkt, warum viele reiche Leute irgendwann so manisch-depressive alte Säcke werden, die, wenn sie nicht mehr laufen können, auf so einem Kopfkissen am Fenster durchs Fenster gucken und irgendwelche Jugendlichen anpöbeln. Es gibt doch gar keine Motivation mehr, gar kein Ziel mehr, gar keinen Angriffspunkt mehr weiterzumachen, weil du hast ja dann alles. Also das heißt, jetzt nur mal hier auf dieses Beispiel bezogen. Ne? Ja, selbstverständlich. Wenn ich mir jetzt das Ziel, Geld oder den Lebensunterhalt mit Podcasting vornehmen würde und erreiche das. Das ist ein Resultat, ja. Erreiche das dann. Mhm. Dann Game over. Dann brauchst du zumindest ein neues Ziel für dich. Ja, noch mehr Geld. Okay. Ich weiß nicht. Noch mehr Lamborghini. Das wäre jetzt was für den Väterkäse, aber ich drücke es jetzt einfach mal so aus. Wenn man dir jetzt vor 10 Jahren erzählt hat, du bist bald Vater, hättest du wahrscheinlich gesagt, hast du ein Rad ab? So, als die Situation in dein Leben trat, das heißt, du wirst jetzt Vater zum ersten Mal. Da ist was Neues. Du setzt dich hin mit dem Gedanken und sagst erstmal, auch scheiße, mein Sportwagen. Bestenfalls sagst du es ja, nicht. Ja, scheiße, mein Sportwagen. Genau, den du nie hattest. Doch, an dem ich nie Interesse hatte, meinst du, ja. Ja, genau. So, aber wenn der Gedanke weg ist, dann kenne ich das von mir mittlerweile, dass ich ausschließlich positive Gedanken habe. Und die gehen so weit bis zum Auszug von zu Hause, bis in die erste Bude, dass ich wieder nach Hause komme, setze mich auf mein Sofa, lege die Füße hoch und sage, Schatz, wir haben die Bude wieder für uns. So, das wird das nächste Ziel, ja, das nächste große Ziel. Und die Herausforderung dieser Motivation ist, erlebe ich das überhaupt noch? So, das hat nichts mit Geld zu tun, das hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwie mich nicht auf meinen Sohnemann freue, der auf dem Weg ist. Ganz im Gegenteil, ich freue mir den Arsch ab. Sprichwörtlich. Aber du freust dich auch jetzt schon wieder, wenn er hier endlich sich verpisst. Ich freue mich darauf, wenn ich es geschafft habe, ein so annehmbarer Vater zu sein oder zu werden, dass er auf seinen eigenen 2 Füßen mitten im Leben steht und sagt, ich kann was. Das ist meine Motivation, Vater zu werden, weiterzumachen, weiter zu leben, weiter zu arbeiten, weiter an mir zu arbeiten, weiter an der Ehe zu arbeiten und weiter an dem ganzen Konstrukt Leben zu arbeiten. Ist schön, dass du vielleicht nur 30 Sekunden gebraucht hast zum Poppen. Ja, ist klasse. Davon hast du dann 20 Jahre erstmal nichts. So. Das war jetzt noch nicht mal mein Gedanke. Ich dachte, ich habe mir nur kurz überlegt, kann ich mal kurz ins Glas reiern? Scheiße, positiv. Ja, das kennt man von mir gar nicht, ne? Ja. Das kennt man von mir nicht, weil ich das sonst nie hab. Und das ist auch eine Auffälligkeit von Motivation meinerseits. Vielleicht habe ich die Depression gebraucht im Vorfeld, um überhaupt so weit zu kommen. Vielleicht ist es aber auch das Neue, was ich noch gar nicht kenne, was mich dazu antreibt, weniger Angst vor Unbekanntem zu haben. Und vielleicht ändert sich das in 1,5 Monaten in die absolute Hölle, die du ja schon mal berichtet hast im Väterkäse. So nach dem Motto, okay, du wirst von einem Mann zu einer Memme in manchen Momenten, weil du dir Sorgen machst um Dinge, von denen du gar nicht wusstest, dass sie existieren. Und genau das ist das, was mich zum Beispiel weitergebracht hat. Das ist der Mehrwert, den ich zum Beispiel aus dem Väterkäse gehabt habe, bevor ich Vater war. Nach dem Motto, hey, Mensch, Leute, die damals über Filme und Videogames und irgendwie Spökes geredet haben, für die wird es gerade ernst. Und das ist der USP für mich von euch, ja, wo ich jetzt schon ein paar Mal Teil von sein durfte. Ja, das ist einfach dieses Ding, wo ich mir gedacht habe, so, Alter, jetzt wird mal aus Spaß langsam ernst. Und ernst wird bald ein paar Jahre alt. So, und das ist cool. Weil es einen Mehrwert hat. Ja, aus Spaß. Dann ist der Mehrwert privater Dirt. Es ist kein Dirt. Ja, doch. Ja, aber es ist der Grund, warum Society Entertainment Magazine funktionieren. Das ist die Story, das ist kein Dirt. Das ist Story. Dirt wäre, wenn du sagst, okay, hier, ne, ich führe ein Bilderbuch Leben zu Hause, aber eigentlich habe ich den zweiten Keller untergeschoss umgebaut zu einem Snuff-Room oder so. Das wäre Dirt. Wusstest du das? Gut geschätzt.
Ich höre dir lange genug zu, um das rauszuhören. Zwischen den Zeilen, zwischen den Etagen lesen. Ja. Nein, das sind so. Im Keller, da steht auch mein Lambo. Ist halt kein Auto, sondern ein Flüchtling aus Südbekistan, aber. Nein, aber es sind so Sachen, ich weiß, da denkt man nicht dran, wenn man selber was angeht, wenn man selber was macht, weil man sich selber nicht die Ruhe gönnt, sich mal hinzusetzen und mal wirklich über alles nachzudenken. Das macht man einfach nicht. Ne? Man stellt sich manchmal die Frage, warum mache ich die Scheiße eigentlich, und findet keine Antwort. Die Antwort kommt aber manchmal nicht von einem selber oder aus den eigenen Reihen, sondern eher von draußen. Aber bevor man nicht weiß, warum man etwas aus eigenem Herzblut macht und warum man davon überzeugt ist, was man macht, das kann für den Rest der Welt der größte Bullshit der Welt sein. Wenn du selber damit happy bist, do it. Das ist ganz einfach. Kostet ja auch kein Geld. Ja, man wollte gerade sagen, jetzt bin ich irgendwie genauso schlau wie vorher. Das liegt nur daran, dass du intelligenterweise bist, ich weiß, aber sehr, sehr gut damit zurande kommst, wegzuhören. Okay, vielleicht wird es mir ja dann beim Schnitt später klarer, was ich eigentlich machen muss, um der erfolgreichste deutsche Podcast zu werden, weil das ist natürlich das Hauptaugenmerk, was man anbietet. Werd dir erstmal drüber klar, was du willst. Lustigerweise habe ich. Und lass Geld weg. Ja, gut, dann, keine Ahnung. Nee, ich habe heute gelesen vom erfolgreichsten deutschen Podcast, weil irgendeiner, der jetzt in der zweiten Staffel von LOL, Laughing Out Loud, auf Amazon Prime, dieses Format, wo keiner lachen darf von diesen ganzen Comedians. Das ist mir sogar bekannt, ja. Ja, der da teilnimmt, der ist einer von, beziehungsweise laut meiner Zeitung ist er der, führt er den erfolgreichsten deutschen Podcast. Welcher von denen ist es denn? Ich glaube, Gemischtes Hack heißt der Podcast. Ich habe, bevor ich diesen Bericht gelesen habe, habe ich noch nie irgendwas von diesem Podcast gehört. Musste jetzt auch erst auf die Suche gehen, ich habe noch nicht reingehört. Aber weißt du, da zeigt sich mal wieder. Welcher der Charaktere war das? Ja, einer von beiden, keine Ahnung. Von beiden? Ja, also okay. Ich habe mitbekommen, dann im Netz sind zwei. Und er ist wohl einer von den beiden, die jetzt da teilnehmen. Okay, ja. Cool. Deswegen sage ich nur, erfolgreichster deutscher Podcast. Muss man nicht kennen. Ich kenne ihn jetzt auch erst seit heute und habe noch nicht reingehört. Also ist auch ein Ziel, was man anvisieren kann. Aber vielleicht mal so als kleinen Denkanstoß Backdoor-mäßig. Du hast vorhin gesagt, du hast Sachen gemacht, von denen du ausgegangen bist, die gibt's noch nicht. Und du möchtest gerne was machen, worauf du Bock hast, dass es besser ist als das, was du eigentlich bisher kanntest, bis das entwickelt wurde. So, was waren die Suchbegriffe, die du verwendet hast, um überhaupt danach zu gucken? Ob es das gibt, was du willst? Naja, die entsprechenden Suchbegriffe, nach denen ich suche. Ja, gib mal ein Beispiel. Nee, damals war der Podcast-Markt noch nicht so groß, dass man nicht hätte mit zwei Klicks hätte finden können, was es in Deutschland gibt. Passt du auf ein DIN A4-Blatt, sagst du? Ja, sozusagen, ja. Genau. So. Und auf einen Bierdeckel gebracht, wenn du einen Suchbegriff hast, unter dem man dich jetzt finden könnte, außer Drittverwertung, Isolierstation, Frankster oder sonst irgendwas, was direkt damit zu tun hat, dann hättest du SEO verstanden. Ja. Zumindest zu 10, ja, also, zu 2%. Ist aber schön, dass du den Bogen so gezogen hast. Ja, okay. Das makes Sinn. Makes sense. Das heißt für mich nichts. Aber schön, dass wir darüber geredet haben. Das heißt, ich werde so weitermachen wie bisher und Das ist auch schön. Ja, das ist zumindest Kontinuität, ne? Und ich trage jetzt Überstunden ein. Das ist doch schön, ne? Ja. Ja, das war Selbstvermarktung für Anfänger. Hier eine neue Reihe, die wir hier starten in der Drittverwertung, Folge 1 von 500. Wir freuen uns schon auf die nächsten 499 Folgen mit Alex Havoc, der dann aber schon unter seinem zu neuen SEO, Namen, den ich mir leider nicht notiert habe. Zu SEO sprich mir in 4 Monaten nochmal an. Ja, genau, dann gibt's das große Special, dann aber auch mit Matthias Matzemüller, weil unter dem Namen möchtest du dann wahrscheinlich auch im Handelsblatt etc. auftreten und dann sehen wir mal weiter. Es ist erstaunlich, wie kreativ du zumindest in der Namensgebung bist. Zumindest in der Namensgebung. Mr. Charming. Kreativ zumindest in der Namensgebung. Nehme ich in meine neue Biografie auf.
Das war die Drittverwertung. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und Küsschen aufs Nüsschen, auch von dem Mann mit der Kappe. Selbstverständlich.